Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Skies of Arcadia Legends. Ja, endlich geht's hier mal weiter mit Skies of Arcadia. Ja, ich bin überhaupt nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Jetzt komme ich wenigstens ein bisschen mal dazu. Und ich hoffe, wir können ein Stückchen vorankommen. Wir sind ja im letzten Part hier mal wieder gefangen genommen worden und sind zum zweiten Mal in der Grand Fortress von Valua. Und ich denke mal, jetzt wollen wir mal auf jeden Fall hier raus. So, ich konnte letztes Mal hier abspeichern und ich glaube, wir kamen von dieser Tür hier. Soweit ich weiß. Das heißt, wir checken jetzt mal hier, wo es hier lang geht. Ach, hier ist ein Schalter. Moment. Ein Aufzugschalter. Gefängnisblock 200, zweiter Stock, Kanonenraum, Festung, Batterie 28, nicht in den Aufzug steigen. Dann schauen wir uns erstmal auf der anderen Seite an, wo es dahin geht. Okay, das ist, Moment, zweiter Stock, Batterie 28. War das auch Nummer 28? Hab's schon wieder vergessen. Auch 28. Okay, dann gehen wir erstmal in den Kanonenraum. Obwohl, nee, gehen wir erstmal zum Gefängnisblock, oder? Und die anderen befreien. Obwohl, na komm, wir gehen erstmal in den Kanonenraum. Vielleicht gibt es da ja optional was zu holen. Schauen wir mal. So, und da kommen wir raus. Alles klar, da ist der zweite Aufzug. Dann wollen wir mal schauen, was hier so los ist. Ja, Zufallskämpfe natürlich. Die wir jetzt alleine bestreiten müssen. Ah ne, Quatsch, wir sind ja zu zweit, immerhin. So, jetzt würde ich erstmal schauen. Executor. Was sind das denn für Typen? Das sind Blitzelemente. Gut, dann versuchen wir mal. Sind wir schon optimal für ausgerüstet? Dann schauen wir mal, ob wir da klarkommen. Ja, bei ihm kann ich ja immer nicht sehen, was er hat. Ja, das geht, der Schaden. Okay, er ist fast tot, nur leider nicht ganz. Superzug geht noch nicht. Ich hau ihn nochmal platt erstmal. So. Bye bye, mein Freund. Oh, wo zieht er denn hin, sag mal? Der arme Typ, du. Möchte ja nicht an seiner Stelle sein. Und weg. Die haben ja gar nichts machen können. Wir sind viel zu schnell gewesen für die. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wunderbar. Gut. Hier haben wir nichts weiter. Das heißt... Aber was ist... Moment. Mal schauen. Verdammt, sie lässt sich nicht öffnen. Sie ist verschlossen. Okay, aber hier war doch auch irgendwie was. Moment. Okay, nee, das ist nur der Raum. Oh, drei Stück. Okay, einmal mache ich sie noch, aber nur das eine... Ne, vier Stück sind es sogar. Aber nur das eine Mal. Beziehungsweise, ich zeige es euch nur noch das eine Mal. Okay, jetzt macht er einen Gegenangriff. Jetzt sind sie wohl ein bisschen schneller als vorhin. Jetzt greifen sie an. Ah, die machen wir trotzdem platt. Das ist kein Thema. Zack. So, schießt er ihm erstmal in die Eier. Und weg ist der Typ. Der nächste ist auch weg. Ah, Giftgas. Das ist ja nicht so nett.
Ja, macht nichts. Denn wenn wir jetzt dran sind... Alter Schwede, jetzt legen sie aber los, du. Oh, das ist böse. Aber wir werden die Sache jetzt eh beenden. Schwerterregen. Das sollte das Ganze jetzt beenden, auf jeden Fall, denke ich mal. Dann müssen wir den armen Weiß gleich mal verarzten. Ja, wunderbar. Tschüss, ihr beiden. Geht woanders spielen. So, Level up. Ja, wunderbar. Es wurde ja auch mal Zeit hier. So, jetzt mal schnell heilen. Wir haben beide MP10. Magie. So. So ist das gut. Mal ordentlich aufgeheilt hier. Gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Moment, Gefängnisblock 200. Erster Stock und zweiter Stock. Erster Stock war ja da, wo wir herkamen, ne? Dann müssen wir jetzt in den zweiten Stock. Ich hoffe, da können wir die anderen befreien. Es gab ja im letzten Part ein Ablenkungsmanöver von dieser Dame, die in Gilda verknallt ist. Moment, aber von... Moment mal, hier ist ja wieder ein Speicherpunkt. Bin ich jetzt doch da, wo ich vorhin war? Sieht so aus, ne? Hm, Moment, ich speichere jetzt nochmal. Aber ich meine, habe ich jetzt das Falsche gewählt? Ich glaube, ich habe das Falsche gewählt. Egal, ich schau mal nach. Ich dachte, ich hätte das Richtige gewählt. Hm. Nee, das war unsere Zelle, ne? Das war da, wo wir herkamen. Ah, hier ist nichts. Nee, da habe ich mich tatsächlich doch vertan mit dem Stockwerk. Selten dämlich. Okay. Kommando zurück. Und ins andere Stockwerk. Dann müssen wir jetzt wohl in den zweiten Stock. Da sollten wir richtig sein. Ja, das sieht gut aus. Hier waren wir noch nicht. Okay, machen wir uns direkt auf den Weg und werden natürlich wieder aufgehalten. Ach komm, zwei Pimpfe hier wieder. Ha, Gegenangriff hat ihn direkt geplättet. Ja, da brauche ich den Kampf gar nicht cutten hier. Das Schwachfug verfehlt. Komm, nochmal ein Gegenangriff. Okay. Der ist jetzt eh erledigt. Ja. Bye bye. That was easy. Ah, ein Sacrum-Kristall, sehr schön. So, bin ich mal gespannt, wen wir jetzt hier finden werden. Fina und Aika, eventuell. Zu hoffen wäre es.
Hey Eika, sollen wir später nochmal vorbeikommen? Ach ja, der ist ja der Typ, der irgendwie was von dir wollte. Weiß, mach, dass dieses Scheißteil verschwindet! Er knutscht erstmal ihre Beine, oder was? Hau ab, Junge! Tut mir leid, Ihnen den Spaß zu verderben, aber Sie haben gehört, was die Dame gesagt hat. Wer redet hier von Spaß? Na und spiel dich mal nicht so auf, mein Freund. Ich bin Vigoro. Keine Frau in Valua kann mir widerstehen. Ich glaube, dass der Wert eines Mannes sich an seiner Beliebtheit bei den Frauen ausdrückt. Ja, dann ist so deine Beliebtheit aber ziemlich am Ende, würde ich mal sagen, ne, oder? Das gefällt mir. Das behalte ich mir für später. Wo ist Fina? Geben Sie uns die Kristalle zurück und bringen Sie Fina her. Fina? Oh, die Silviterin. Ramirez hat sie zum kaiserlichen Palast mitgenommen. Ach ja, dann werden wir sie erst windelweich schlagen und dann Fina retten gehen. Ich mag es, wenn Frauen wissen, was sie wollen. Du kannst zusehen, wie ich deinen Freunden eine Lektion erteile. Ich glaube kaum, dass Eika zusehen wird. Nein, natürlich nicht. Okay, mein Freund, was bist denn du für einer? Okay, du siehst ziemlich rot aus. Dann brauchen wir Purpur. Dann wollen wir dich doch erstmal... So, Eika, haben wir jetzt Inkrem auf jeden Fall. Inkrem auf Weiß, bitte. Und Galda hat, glaube ich, schon Purpur an, da. Meine ich zumindest. So, mein Freund. So, mein Freund. Du wirst dich noch wundern. Es wird dir noch leid tun, dass du dich mit uns angelegt hast. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Vigoros Zauber. Oh oh, ich hoffe, sie wird jetzt nicht verwirrt oder sowas. Okay. Ah, tatsächlich, sie wird verwirrt. Was für ein tolles Wortspiel. Darum kümmern wir uns gleich. Erstmal würde ich sagen, hauen wir im gleichen Schwertwirbel in die Fresse. Und Gilda wird mal sich irgendwie in irgendeiner Form um Eika kümmern. Moment. Allen möglichen negativen Effekten. Genau, das gleich mal auf Eika. Okay, sie greift sogar ihn an. Autsch. Man schlägt doch keine Frauen. Das solltest du eigentlich wissen, mein Freund. Das werde ich dir erstmal Banieren beibringen. Jawohl, das zieht schon mal ganz gut ab. Sehr schön, sehr schön. Scheiße, kritischer Treffer, nicht gut. So, aber kein Problem, mein Freund. Wir haben noch ein Schwertwirbel für dich. Immer rein in die Fresse. So. Und Eika darf jetzt auch mal zuhauen. Moment, was ist das? Ach, halt, da war er doch schon. So, Eika, hau dir mal einen rein. Und Galda darf auch angreifen. Okay, das zieht natürlich nicht wirklich viel. Oh, weia, und der Gegenangriff ist böse. Ich sollte es lieber lassen. Okay,
Okay, dann macht er keinen Gegenangriff, Gott sei Dank. Ah, wir haben dich gleich, mein Freund. Heieieiei. Okay, okay. Nein, 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 nein. Nochmal Schwertwirbel. So, oh, sie kann jetzt nicht mehr. Ja, ist klar. Wenn wir mal Objekte dazuziehen. Zakris-Kristall. Mal auf dich selber, bitte. Oh, geil, da hat noch genug. Der kann noch angreifen. Moment, aber weiß. Weiß hat, glaube ich, nicht mehr genug. Dem gebe ich auch einen Zakris-Kristall. Ich denke mal, das war der vorletzte Hieb, den er bekommt. Ja, oh. Weiß ist nicht mehr aufgepowert. Sonst wäre er jetzt vielleicht schon weg gewesen. Wunderbar. Okay, mein Freund. Ich denke mal, das war es jetzt für dich. Jetzt greifen wir alle an und du bist weg, mein Freund. So. Nimm den finalen Hieb entgegen. Yeah. Immer rein damit, Baby. Zack, zack. Tja, damit hast du nicht gerechnet, mein Sohn. Ja. Ist es over already? Den haben wir mal gezeigt, wo die Hake hängt. Kanonenschlüssel. Hey, sieht so aus, als hätte mich nicht viel hinter ihrer Rede gesteckt. Als hätte nicht viel hinter ihrer Rede gesteckt. Tja, ihr habt Glück gehabt. Und außerdem hatte ich weder meine Kanone noch meine Rüstung. Auf der Pirate Isle, wo ich herkomme, gibt es ein Sprichwort. Ein richtiger Mann entschuldigt sich nie für seine Fehler. Wenn es danach geht, haben sie noch viel zu lernen. Hey, du weißt, was du willst. Das mag ich. Du wirst mich wiedersehen, darauf kannst du Gift nehmen. Ja, aber erstmal machst du eine Runde ein Nickerchen oder was? Können wir dich noch irgendwie durchsuchen hier? Oh, das hat wehgetan, Rotschopf. Ja. Mein Freund. Das war wohl nix. Es ist dasselbe Bett, das Gilda und ich hatten. Ich schätze, die Valjoana halten nicht viel davon, Damen als solche zu behandeln. Nee, anscheinend nicht. Das sind zwei Betten, aber wo ist Fina? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt, noch bevor wir hierher kamen. Ich war die ganze Zeit über allein. Das heißt, bis dieser Macho reinkam. Na, du bist ja gerade mal noch davongekommen. Wer weiß, ob der Aika nicht noch vergewaltigt hätte oder so. Oh, okay, das traue ich ihm eigentlich nicht zu, aber man weiß ja nie so genau. Kanonenschlüssel haben wir auf jeden Fall bekommen. Und das heißt, wir werden nochmal dahin gehen, wo wir eben waren, zu diesem Kanonenraum. Vielleicht können wir da irgendwas machen. So. Komm. Kanonenraum. Da lässt sie doch bestimmt was machen hier. Mal schauen.
Okay, die Musik ändert sich schon. Hier werden die Luftpiraten also gefangen gehalten. Jawohl, Prinz Enric. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Bring mich zu Ihnen. Sir, vielleicht wartet ihr am besten hier draußen. Die Zelle ist für jemanden eures Standes nicht zumutbar. Ich werde die anderen Wachen holen. Wir werden den Gefangenen fesseln und ihn zu euch bringen. Tja, da kommt er wohl zu spät. Also werde ich endlich den legendären Luftpiraten Weiß kennenlernen. Wenn die Gerüchte wahr sind, die ich gehört habe, dann sieht er aus wie ein Dämon und speit Feuer. Ja, da hast du aber falsche Gerüchte gehört, mein Freund. Aber mein Instinkt sagt mir, dass er sich für die richtigen Sachen einsetzt. Ja, der ist wirklich ein guter Junge, der Prinz Enric, der lässt sich nicht... Prinz Enric, ein Notfall! Können wir sogar vorstellen, dass der vielleicht noch auf sich auf unsere Seite schlägt. Müssen wir mal schauen. Ich habe Admiral Vigoro bewusstlos in einer Zelle gefunden. Der Rest der Zellen ist leer. Es sieht ganz so aus, als ob Weiß und die anderen geflohen sind. Was? Verstehe. Sie versuchen wieder aus der Grand Fortress zu entkommen. Hör gut zu. Erzähle niemandem davon. Halte die Türen zu diesem Bereich geschlossen. Lass keinen rein oder raus. Sollte man dich später befragen, dann sage, es war ein direkter Befehl von mir. Verstehst du? Jawohl, Eure Majestät, aber... Sehr schön. Alles in Ordnung. Bleib hier. Ich muss mich um eine dringende Angelegenheit kümmern. Na denn? Schauen wir uns hier nochmal um. Ach ja, das war ja die geschlossene Tür. Du hast den Kanonenschlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen. Ah, jetzt kommen wir also in den weiteren Teil des Schiffs. Okay, wir könnten jetzt hier hochklettern, oder? Oder nee, das ist gar nicht zum Hochklettern, oder? Nee, es ist nicht zum Hochklettern. Wir können also eh nur die Treppe nutzen. So. Wo lang jetzt? Dort lang? Oder da lang? Gucken. Okay, hier geht's nicht lang. Also da lang. Was zum... Diese Kanone ist neu und sie ist riesig! Dieses Ding ist groß genug, um eine ganze Insel auszuradieren. Wir können durch den Lauf auf die andere Seite gelangen. Hey, was ist mit Gilda? Tut mir leid, lass uns gehen. Hey, wo warst du? Ich musste nur etwas erledigen. Hey! Mach dir keine Gedanken. Wir sollten raus aus diesem Rattenloch. Meine Leute greifen gleich an. Okay, wir sollen also hier rein. Und dann da durch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder gleich... Nee, Moment mal, wir können doch da gar nicht rein. Moment mal. Nee. Das ist Käse. Wir gehen gleich hier weiter, denke ich. Ja. Einmal schön fallen lassen. So, gehen wir jetzt erstmal nach da oder wir könnten noch Scheinwerfer.
Okay, der Scheinwerfer bestrahlt die Inseln dort. Hier noch irgendwas? Nein. Hier scheint nichts zu sein. Gut, dann in die andere Richtung. Vorne die Treppe hoch. Und ein Zufallskampf. Ah. Wir haben anscheinend den Vorteil von hinten. Custodie. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie viel die aushalten. Ich sollte erstmal mich selbst heilen. Ja. Mal schauen. Oh ja, das haut schon mal ganz gut rein. So, der erste ist schon weg. Wunderbar. Ah, komm. Dann war's das für dich jetzt. Schwert, Wirbel und ciao. Mach's gut. Die kamen gar nicht zum Zug. Tja, ihr Idioten, was steht der hier auch mit dem Rücken zu mir rum? Das ist dann ja wohl eure eigene Schuld, ne? Und eine Moonberry gefunden. Sehr schön. So, da müssen wir lang. Was ist das denn hier? Oh, okay. Das wollte ich eigentlich dann noch nicht. Verdammt. Ich hätte erstmal weitergehen sollen. Oh, wir werden beschossen, scheiße. Es ist da zum einen gut, dass wir beschossen werden, zum anderen ist es wiederum nicht gut. Meine Leute kommen gerade rechtzeitig. Ey, aber wir sind etwas spät dran. Oh, verdammt. Das war scheiße. Ich wollte eigentlich da unten erst noch nachchecken, was da Sache ist. Verdammt. Wow, guck dir diese Kanone an. Hey, was ist mit Clara? Ich bin sicher, sie wird's durchstehen. Glaube ich zumindest. Hätte ich mal nicht den Knopf gedrückt. Eieieiei, meine Güte. Hat ja glatt die Wand durchbrochen. Die Kanone, durch die wir gerannt sind, sie ist gerade explodiert. Die Explosion hat das gesamte Gebiet zerstört. Das Feuer werden die so schnell nicht löschen. Ha, ich habe Ihnen ein kleines Präsent hinterlassen. Seid ihr bereit? Jetzt geht's erst richtig los. Tja. Und wie es richtig losgeht, Leute, das werden wir dann im nächsten Part von Let's Play Skies of Arcadia Legends sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle hier weiter. Ich sage ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dreambird.